noch einmal mir die Kristalle zu bringen. Hole die letzten 5 Kristalle, Crash, und bring sie mir. Ja, genau das wird unsere Aufgabe in diesem Teil jetzt sein. Den letzten Morgen. Und den Nummer 5 haben wir jetzt erreicht. Und ich meine, es gibt noch einen geheimen Morgen. Dann können wir nach dem Endboss gucken, wie wir da reinkommen. Bin mir gerade nicht sicher. Jetzt wollen wir uns aber hiermit beschäftigen. Und zwar mit dem Level Rocket. Okay. Nicht das Level, was ich mir erhofft habe. Aha, okay. Das ist ein Bisch. Scheiße, eine Steuerung. Wenn ich mich erstmal gewöhnen darf. Wenn man sich zum ersten Game Overbildschirm wird, erstmal trainiere ich mir das noch ein bisschen an. Sorry, wenn das Level etwas länger dauern wird. Oh Mann.
Verdammt. Genau. Doch nicht. Und dann geht's und Game Over. Game Over. Aber das Level ist machbar, würde ich schätzen.
Problem, wenn ich nicht ruhig bin. Ich versuche mich zu konzentrieren. Thank you.
zurückgegangen. Und der falschen Tag, der... der Zeit verschätzt. Das Level kriegen wir mal hin. Bin ich mir sehr sicher. Shit.
Und ich bin jetzt mal echt verbrannt. Ernsthaft, so kurz vom Ziel. Das haben wir noch mal verkackt. Der wäre machbar gewesen. Nehmen wir mal einen Nightfight rein. So, nächstes Level hatten wir den Kursch 1. Dann müssen wir noch Glühwürmchen dabei haben. Ich glaube, das eine gute Idee ist. Glück ist, dass mit dem Glühwürmchen relativ gut werden kann. Wir müssen nochmal rein. Einmal gehen wir noch in diese Phase in die Level rein. Nee, der Tag knapp über eine halbe Stunde. Was soll ich machen jetzt Mist? Speicherpunkt. Ja, ist gemein.
Auch interessant, dass der Weg der schwierigere ist. Das heißt Kisten. Der steht zu schnell, ist doof. Das war unnötig. Hier war so ein Ding noch. Ach, warum rutschst du nie? Vollidiot. Okay, doch im nächsten Part. Gut, dann beende ich an der Stelle diesen Part und wir sehen uns morgen in der nächsten Folge von Crash Bandicoot Teil 2 wieder. Haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal und ciao.